Vor 2000 Jahren stand ein Mensch vor vielen Leuten, so wie ich heute hier stehe vor euch. Und er rief: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Dieser Mensch hieß Jesus Christus. Und jeder, der an Jesus glaubt, wird Ruhe finden für seine Seele. Frieden für seine Seele. Hat deine Seele Frieden? Weißt du, warum deine Seele keinen Frieden haben kann? Weil es einen Gott gibt, der heilig ist, der gut ist und gerecht ist. Was ist das Problem an einem guten und gerechten Gott? Das Problem ist, dass wir nicht gut und gerecht sind, sondern wir sind Sünder. Wir tun Dinge, die gegen Gottes Gesetz verstoßen. Wir lügen. Wir lieben unsere Eltern nicht. Wir lieben unsere Kinder, unsere Frau und sowas nicht. Wir tun Dinge, die nicht so sind, wie Gott sie sagt. Und deswegen sagt die Bibel, dass wir alle Sünder sind. Und das heißt, dass Gott uns bestrafen wird, dass er uns richten wird für unsere Sünden. Und die einzige Hoffnung, die es gibt, ist zu glauben an Jesus. Denn vor 2000 Jahren ist Jesus gestorben an einem Kreuz. Und er hat die Sünden getragen von allen Menschen, die an ihn glauben. Und er hat die Strafe Gottes getragen für alle, die an ihn glauben. Und wenn du an ihn glaubst, dann nimmt er deine Sünden weg. Er nimmt deine Strafe auf sich und er gibt dir Frieden, Ruhe für deine Seele. Wenn du Frieden haben willst mit Gott, Frieden für deine Seele, dann komm zu Jesus Christus. Dann glaub an Jesus Christus. Ja, komm zu uns, stell uns deine Fragen, wir reden mit dir. Wir sagen dir, was du tun musst, um Frieden zu haben, um gerettet zu werden vor dem kommenden Gericht, vor dem Zorn Gottes. Glaub an Jesus und tue Buße und du wirst Frieden finden für deine Seele. Amen.